Guten Morgen, ich bin jetzt wieder in Hilden, bin ein bisschen beim Auspacken. Wir sind irgendwie ein bisschen ziemlich früher angekommen als sonst. Bin übelst müde, weil Marco und ich irgendwie gestern nicht schlafen konnten. Und keine Ahnung, wir sind halt erst um 2 oder so eingeschlafen. Also, und ich musste schon um 5:50 Uhr aufstehen. Also bin ziemlich müde. Ich bin schon fertig mit dem Unterricht. Also es ist mittlerweile schon 5:30 Uhr. Und ich bin jetzt gerade ein bisschen dabei, mein Schulprojekt hier noch weiterzumachen, weil ich das langsam mal fertig kriegen muss. Und danach werde ich chillen. Was ich auch noch erzählen wollte. Das wusste ich eigentlich schon letzte Woche, am Mittwoch oder so, Donnerstag. Und ich habe es nicht Marco erzählt, weil ich ihn überraschen wollte. Und zwar habe ich diesen Freitag eigentlich komplett 6 Stunden Staatsrecht, also nur einen einzigen Lehrer. Und er hat uns einfach gesagt, dass wir, dass er halt eine Aufgabe hochlädt und wir die halt machen sollen. Und dann halt am Freitag auch gar nicht kommen müssen. Also, dass wir das einfach im Selbststudium machen, ne? Das heißt, wir können am Donnerstag einfach schon nach Hause fahren. Und ich freue mich so heftig, dass einfach ein Tag weniger hier schlafen. Und Marco weiß halt davon nicht. Junge, das fiel mir so schwer, das nicht zu sagen, weil ich mich halt so darüber gefreut habe. Und ich versuche das irgendwie zu filmen, wenn ich dann zu Hause ankomme. Also meine Freundin fährt mich dann direkt zu ihm, also direkt zu uns nach Hause. Und dann weiß ich noch nicht, wie ich das mache, ob ich hochgehe oder so. Ich habe extra meinen Schlüssel mitgenommen, dass ich halt unten mir selber aufmachen kann und dann halt mit meinen Sachen auch hochgehen kann, weil, keine Ahnung, wenn ich nur unten klingel, dann müsste er ja runterkommen und er wird safe nicht runterkommen, wenn niemand unten was sagt, so weißt du, keine Ahnung. Paket oder sowas. Ja. Weiß nicht. Ich glaube, ich mache mir unten selber auf und gehe mit dem Koffer und so nach oben, was ziemlich schwierig sein wird. Und klingel dann und dann macht er ja nur die zweite Tür da auf. Und dann bin ich da und dann versuche ich halt das zu filmen. Ich bin echt gespannt, wie er guckt. Weil er ist Donnerstag auch zu Hause mit Homeoffice. Das passt halt so perfekt, Mann. Ja. Aber das Ding ist, ich muss dann Freitag halt auch die Sachen machen, wirklich. Ich weiß jetzt schon, dass ich halt lange schlafen werde. Und ich hoffe, ich werde es dann machen. Genau. So, heute ist schon Mittwoch. Und mein Unterricht ist vorbei. Ich mache jetzt gerade ein bisschen Schulsachen, die ich nachhole. Und dann ist jetzt auch schon dunkel draußen. Werde ich danach nur noch ein bisschen chillen und schon packen, weil ich dann ja morgen Marco überrasche, dass ich schon nach Hause kann. Ich habe jetzt noch ein paar Stunden Beamtenrecht. Dann geht's los, Marco überraschen. So, ich bin jetzt schon angekommen, gerade eben, und ich komme extra von hinten, damit er mich nicht sieht oder hört. Also weil hätte meine Freundin mich vorne rausgelassen, dann hätte man, glaube ich, das Auto gehört und den Koffer und alles. Und ich wollte auf Nummer sicher gehen. So, mal gucken, ich bin gespannt.
Boah, Junge, Alter. Ich bin erschrocken. Hallo, ist heute schon da?